So, hier können wir gleich so hochkrabbeln, wa? Ja, bin ich dafür. Kannst du ja kurz mal ein bisschen hochheben, dass die zu gehen. Hier geht's gleich noch eine Etage höher und dann schauen wir mal. Ich war der Meinung, das war anders. Also kleiner Funfact im Raum, ne? Was wir gerade schon erzählt haben, aber jemand nicht mitgefilmt hat. Das ist der Rauswurf, jeder, der da gefeuert wird, hier in dieser Firma, wird dann hier gefesselt. Mit zwei schönen Dingern. Eine Arm, eine andere Arm. Die werden dann einfach aufs Gelände geschmissen, weil sie ja dann so scheiße gearbeitet haben, dass sie einfach gefeuert werden müssen und dann nie wiederkommen. Dann kommt sie ja wirklich nicht mehr. Genau. Und Ronja sorgt jetzt dafür, dass keiner mehr raushält oder jeder, der guckt, endlich richtig hinguckt, über die Steppe, Kette stolpert und erst recht im hohen Bogen aus dem Fenster fällt. Weil die gefeuert sind. Ja. Gefeuert vom Leben. Wir haben noch richtig klassisch mit einem Piraten-Entermesser über die Planke gejagt. Boah, ich hab's gerade schon gewonnen. Ja. So, hier ist der Rauswerfer. Alle müssen rausgeworfen werden. Tada! Mhm. Look, Teddy! Die haben mich falsch geschrieben, immer noch. Da fehlt noch ein Buchstabe. Nee, und die Binsen verdreht. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal in höheren Abteil des Gebäudes. Ja, siehst du, und da geht's weiter. War's doch richtig. Da. Ja, aber wir sind auf jeden Fall gerade schon mal in das höhere Gebäude schon, also nicht mehr in den unteren Abteil. Wir sind quasi jetzt schon auf dem Weg. Die haben schon wieder meinen Namen falsch geschrieben. Naja, probiert's weiter, vielleicht kriegt das noch hin. Ja, das ist kein Zuhause, das ist kein Neues. Hier sind wir über den Kesseln, ja, ja. Komm her. Hier kann man auf alle Fälle stehen. Ah ja, das waren Förderbänder. Hier sind immer so eine Schaufel dran, da waren dann halt keine Ahnung, was drin, Gerste oder ach, keine Ahnung. Je nachdem, was sie hergestellt haben. Willkommen in der Erdbeerfabrik. Das sind die Bentauben, die auf den Kopf scheißen wollten. Ja, bitte drum, schießt euch. Die feiern das gerade gar nicht, dass wir hier sind, die haben richtig Schiss. Ich darf das. Die denken sich, oh mein Gott! Wir wollten hier gerade ein bisschen. Ich denke mir hier so. Scheißen! So ein bisschen die Sieglos. Guck mal, du hast doch da vorne noch die Platten. Ja. Du brauchst ja irgendwie immer Material, um Bier herzustellen aus unserer Brauerei. Ja. Ich denke mal, dass du quasi entweder von hier aus quasi hier die rein ja. geschüttet hast. Entweder von nach unten oder umgekehrt, ja. Ja, ich glaube aber auch, das wird von. Ja, es wäre auch leichter, das zu befüllen, nach oben zu jagen und dann lieber von oben nach unten in die Kiste zu füllen. Da hast du schon recht. Und hier, vielleicht ist das ja drehbar. Da können wir mal gucken. Nee, das ist fest. Also, ach, wer weiß. Vielleicht ist es so wirklich, weil Gase entstehen, die abgeleitet werden müssen, weil du sonst erstickst. Also hier, Entschuldigung. Hier, das Ding ist festgeschraubt. Also das ist nicht drehbar. Also gibt es da keine Variablen. Aber doch, hier kann sein, dass der Speicher darüber war. Und hierüber haben die dann halt befüllt. Das würde Sinn machen. Ja. Ach, das ist jetzt nicht so schlimm. Guck mal, Ronja, läuft voll durch die Taubenscheiße. Ekelt sich aber vor ein bisschen Spinnenweben. Hier ist alles voll. Auweia, Ronja. Deine Handschuhe musst du danach definitiv waschen. Weil da ist, keine Ahnung, Ammoniak und ein Haufen komischer Kram drin. Da habe ich ja auch Handschuhe an. Ja. Ich bin zwar blöd, aber... Ich sage ja nicht, du bist blöd. Das stimmt außerdem nicht. Also, die Krönung der Schöpfung, die lebt ganz woanders. Die muss auf Warnhinweise sterben, hören wie Don't Drive in Pokémon. Also, du bist auf alle Fälle nicht die Krönung der Schöpfung und auf alle Fälle kein Darwin im Wort wert. Sei froh. Das war ein Kompliment. Ja, feinstes Smile. Nah dran, aber noch nicht ganz. Da ist eine Maske auf, sonst werde ich das Lächeln sehen. Jetzt fein, da fehlen die Flammen. Hier irgendwo hängen. Ach so, da sind sie ja. Jetzt fein. Da hat einer, keine Ahnung, den von dem Disney-Film gemacht, diese Kummi und Fuchs. Ja, hier waren auf alle Fälle ein paar Mädchen am Start. Jungs meinen sowas nicht. Die meinen lieber Totenköpfe. Oder vergrabene Schätze. Oder Fairies. Naja, voller Mädchen. Ich glaube, das ist alles in der Handschrift.
hat wahrscheinlich eine Sie gesprüht. The world is ultra-violence. Aha, okay. Alles eine Einstellungsfrage. Man kann nur Spaß auf der Welt haben und was Gutes erleben. Das ist alles eine Einstellungssache. Wenn du das Lächeln findest. Ja, find the smile. Das übrigens ist jetzt nicht Weltbestes, aber die Grundidee davon gefällt mir. Gordi, Junge. Schönen Gruß an Gordi. Aber ich glaube, der kam aus Berlin. Nur so eine Vermutung. Ich denke mal, aber das waren, glaube ich, die quasi ganzen Dinger rein oder rausgeholt haben. Ja, Förderbänder. Ich mich sehen, wie sie lang gegangen sind. Ja, man sieht hier nicht so viele, ja. Dass man sagen kann, die gingen da lang oder so. Aber die kommen vielleicht dadurch die Löcher, so eine Seite und die andere. Also weil die werden ja nicht mehr komplett rund sein, die werden so irgendwo durchgeschnitten haben. Und dann die andere Seite, keine Ahnung, wo lang gehen. Aber wir werden es nie herausfinden, es sei denn, einer der Mitarbeiter meldet sich unter diesem Video. Meldet sich unter dem Video oder trifft sich mit uns, macht mit uns einen Rundgang und sagt, oh, hier, Mensch, hier, da wollte ich noch. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Das müssen wir nochmal sagen. Ja. Weil ich kurz so gemacht habe. Like das Video, abonniert den Kanal und verpasst nicht mehr, wie wir hier irgendwelche Lost Places erkunden in ganz Deutschland. Oder doofe Grimassen schneiden. Oh Mann. Also komm, mein süßes Krabbelmonster. So, das bleibt offen. Wir haben jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder gehen da hinten erstmal hoch, kommen dann zurück und gehen da auf den Turm. Oder wir gehen erst auf den Turm und dann da hinten hoch. Aber ich würde sagen da, weil das nicht so hoch ist. Ja, und danach gehen wir, ich gehe auf jeden Fall auf den Turm hoch. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich würde sagen, weil hier ist vielleicht nicht mehr so viel. Vielleicht ist das hier oben drüber sowieso nochmal verbunden. Der Feuer, der Rauschmisswurf. Ja, der Rauschmisswurfturm. Ich glaube, du kannst. Aber Ronja. Aber Ronja, wir haben so einen Vorteil, beim Turm kannst du, also von hohen Gebäuden kannst du überall die Leute rausschmeißen. So, wir melden uns gleich zurück. Wir gehen jetzt eins höher. Ein kleiner Zwischenstand, wir sind gerade fast um. Hör auf zu schnaufen. Es war eine ganze Etage. Wasser und Glühwein. So. Ja, nee, wir müssen nachher andere Seite nochmal hoch. Hier geht es nicht weiter. Aber hier geht es auch nochmal eine Stufe höher. Du willst einen Hugo? Ganz blau, ganz frisch. Kannst einen feuchten Fuzzi bekommen. So, jetzt sind wir hier in dem Geschoss. Nichts Besonderes. Hier ist eine Tür. Ich würde Ronja, lauf schon mal weiter. Ich mache hier bloß noch mal. Obwohl, nee, komm her. Hier haben wir vielleicht noch mal was Interessantes. Hey, wo bist du? Nee, hier in den Raum. Oh, das ist. Naja, ich habe erst gedacht, das ist bloß ein Raum, aber da hinten ist noch so ein kleinerer Raum und das sieht so ein bisschen nach Schaltung und so aus. Können wir zumindest mal reingucken. Vielleicht lohnt sich das Content. Ich dachte jetzt gerade, dass hier kein Raum ist. Ja, ich habe gedacht, hier sitzt bloß eine leere Halle darum. Ich wollte bloß immer kurz gucken, sagen, guckt mal, liebe Zuschauer. Aber es ist dann doch ein bisschen mehr. Wir haben hier Höhlenmalerei. Sehr prähistorisch, bestimmt 2019. Falls ihr euch fragt, wie ich auf sowas komme, dass also praktisch das so prähistorisch ist, dass es von 2019 sein könnte. Ja, hier hat sich eh noch mit einer Zahl verewigt. Warum ist die jetzt so? Da vorne. Ja. 2019. Oder 18, 19. Ja, das wird Aufzug oder sowas sein. Oder Auf und Zu. Oder Kransteuerung. Würde das hier oben auf
Ja. Einfach da quasi diese Fördermittel drin. Genau, da sind sie. Das würde ich jetzt einfach mal darauf tippen, dass das und das die Schächte von den Förderbändern sind. Das würde jedenfalls am meisten Sinn machen, weil die hier auch direkt nach unten gehen. Ja, und darum lagen die auch eine Etage tiefer, weil die natürlich die da dann irgendwo abgeschnitten haben und komplett auf die Etage gezogen haben. Ronja, das ist eine tote Taube. Lecker. Ah, die wird Rattengift oder sowas gefressen haben. Und dran verreckt sein. Arme Vieh. Ist auch schon mumifiziert. So, ja. Ronja hat mir Licht besorgt. Da gucken wir mal nicht so schön hin. Auch wenn ich das genauso interessant finde. Was ist denn hier? Ein leerer Schacht. Da wird wahrscheinlich Gerste, Getreide, irgendwas drin gewesen sein. Und von da aus in den Trichtern in die unteren Etagen fallen. Ja, hier waren dann halt ein Haufen Schaltschränke. Wie man sieht, die haben schon die ganze Arbeit geleistet und alles kaputt gemacht, was sie kaputt zu machen bekommen. Bis sie keine Lust mehr hatten. Riesenschraubsicherung. Was haben wir denn hier? Wir haben hier, warte mal, Fokus. So ein bisschen. Antrieb 31, Antrieb 30 bis. Das sind alles Antriebe, okay. Immer alles so drei Phasen. Ja. Denn wahrscheinlich waren hier noch ein paar Leistungsschütze und sowas dran, um bestimmte Steuerungen zu realisieren. Also sprich, geht das eine an, schaltet das andere weg, schaltet das zu, damit da irgendwas läuft. Sicherheitsketten, alles Mögliche. Dann, was bin ich schon reingetreten? Ach, nichts. Was haben wir denn hier? Wir haben den E-Zug. Das wird wahrscheinlich die Schalter sein von eben. Wir haben Zuckerband. Ah, Zucker für Alkohol. Kraftstoff. Klingel. Lüftung. Ein Redler, keine Ahnung, was das ist. Da steht zwar in Klammern Wanne, aber kann ich mir gar nichts vorstellen. Vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus. Außenbeleuchtung. Becherwerk. Das Becherwerk werden wahrscheinlich die Förderbänder sein. Oder ist es das Zuckerband? Oh, da kann ich bloß mutmaßen. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Antriebe. Und noch mehr Antriebe. Und Lichter. Schrotboden, ja, Ventilator, ja, das mal so für euch. Das sind ganz schön fette Sicherungen. Aber hier sind keine mehr drin, aber also schon aus Spaß alle rausgenommen haben. Oder damals, ja, jetzt ist nichts mehr. Das ist irgendein Trafo oder sowas, Made in DDR. Oh, schön, geil. Made in DDR. Die Scheiße würde jetzt noch funktionieren, würde man die regelmäßig warten, zum größten Teil. Damals wurden nur anders produziert, nicht wie heute. Heutzutage geht alles nach 5 Jahren kaputt. Oder nach 10. Maximal 20, aber dann hast du Probleme. So, die Taube. Gut. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir sehen uns im nächsten Stockwerk wieder.